Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance hier bei Heisenberg zockt. Ach du meine Güte, ja, uns hat's ins Kloster verschlagen, der arme Heinrich. Der kommt an Orte, da kommt normaler Mensch gar nicht hin. Ja, aber da möchte man auch nicht unbedingt hin, denn die haben hier einen Zeitplan. Also irgendwie, das erinnert mich an, ja, ans Militär. Jetzt hieß es, wir müssen schlafen gehen. Jetzt müsste man natürlich noch wissen, wo das gerade nochmal war. Wo ist hier schlafen? Sehe ich das irgendwo? Das ist sicher nicht schlafen. Wir rennen mal einmal außen rum. Hier könnte man wahrscheinlich auch schlafen. Ne, da kann man sich setzen. Hallo, du bist Bruder Mönch. Wir reden mal mit dem. Mal schauen, ob der was zu erzählen hat. Es gibt, nehmen wir an, ich bräuchte etwas über das bessere Ode. Also irgendwie der Heinrich neigt dazu, allen irgendwie schon ein bisschen zu erzählen, was er vorhat. Sollen wir das mal machen? So irgendwie, ja, machen wir. Hör mal, Bruder. An wen sollte ich mich im Kloster wenden, wenn ich etwas brauche, das, nun, das nicht leicht zu beschaffen ist? Denkst du etwa an etwas Ungehöriges? Tut mir leid, da kann ich nicht helfen. Schade, die Frage war es wert. Wir möchten ihn noch was fragen. Ich möchte dich etwas über das Kloster fragen. Oh Gott. ich interessiere mich für die Regula Benedictinein. Die Geschichte des Klosters. Meine Güte, hier kann man, glaube ich, 3 Tage lang reden. Wen wünschst du dir? Reden, lesen meine ich. Darf man, beziehungsweise zuhören, jetzt habe ich's. Darf man das Kloster verlassen? Das haben wir eh schon gemacht. Nee, wir müssen schlafen gehen. Wir machen jetzt gar nichts mehr. Ich muss jetzt hier mit dem Schlafraum finden. Schade, dass das nicht dabei war, von wegen. Wo sind denn hier die Betten? Hier wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass man einbrechen muss. Na, guck mal, ich heiße Novize. Gregor. Ich bin Novize. Du kannst mich Konstantin nennen. Bist du freiwillig hier oder wurdest du bestraft? Obwohl, es spielt keine Rolle. Willkommen im Fegefeuer. Sagtest du Fegefeuer? Das wirst du noch früh genug rausfinden. Okay, er klingt begeistert. Nein, dem erzählen wir jetzt nicht auch noch was von Pius. Würdest du mir ein bisschen von dir erzählen? Nimm's mir nicht übel, aber ich rede nicht gern über meine Vergangenheit. Okay. Verheimlichst du mir etwas? Wir wären ihm leicht überlegen. Das machen wir mal. Verheimlichst du mir womöglich etwas? Warum willst du mir nichts über dich erzählen? Eine elende Vergangenheit, die ich lieber vergessen würde. Ich denke ungern an das, was ich verlor, als sie mich herschickten. Außerdem hasse ich die Frage. Bist du wirklich der Sohn des berühmten Smil Flaschka von Pardubitz? Ich war reich und hatte alles. Aber dann spürte mein Vater sein Ende nahen und beschloss, einen seiner Söhne ins Kloster zu schicken. Weil ich der Jüngste bin, fiel das Los auf mich. Sie sagten, ich hätte keinen Sinn für die Verwaltung des Familienbesitzes. Stell dir nur vor, ich, in einem Kloster. Ich steckte zu Hause ein, was ich konnte, damit ich hier nicht aufgeschmissen bin. Okay, das ist wohl nicht Pius, würde ich mal behaupten. Du hättest nicht herkommen müssen. Du hättest nicht herkommen müssen, wenn du nicht wolltest. Nicht, wenn ich am Stadttor hätte betteln gehen wollen. Aufgabe abgeschlossen, macht Pius ausfindig. Ich hatte die Wahl. Entweder das Kloster oder gar nichts. Wäre es erst nach dem Tod meines Vaters so gekommen, hätte ich es verstanden. Aber so? Haben wir jetzt Pius gefunden? Da müssen wir den töten. Was macht den jetzt? Ja, den töten. Aber ich habe ja, mein Dolch ist nicht hier. Der ist irgendwo in der Kiste. Ach du grüne Neune, sie haben den Diebstahl sicher bemerkt. Was hast du vor? Wir fragen erstmal noch. Sie müssen den Diebstahl doch bemerkt haben. Ich spendete dem Kloster etwas Geld, als ich ankam, um meinen Geschwistern eins auszuwischen. Ich sehe sie schon mit dem Abt streiten, damit er es wieder herausrückt. Und das restliche Geld hast du versteckt? So ist es. Okay, was hat er denn vor? Was willst du mit deinem Schatz tun? Ich will hier weg, sobald ich kann. Ich warte noch 1-2 Jahre, bis meine hitzköpfigen Brüder sich beruhigt haben. Schnappe mir das Silber und gehe weit, weit weg von hier. Das ist alles. Okay, das ist also Pius. Mehr wollte ich nicht. Sehe ich wissen. Das richtig? Also zumindest die Bitte Quest behalte war ja... all das für dich. Besonders die Sache mit dem Aber Geld. Aber natürlich. Oh, da kommt noch einiges. Ich bin immer noch wegen deines Verstecks neugierig. Ich ihm von der Suche nach Pius erzählen. Haben wir doch jetzt eigentlich abgeschlossen. Warum ist nicht dafür bestraft? Das heißt, auf den anderen, wenn wir sie zum Abt, ich suche nach Dietrichen. Ich würde immer noch gern mehr über dein Versteck erfahren. Ist keine große Sache. Hin und wieder lese ich während der Messe. Sonst bleibt dafür keine Zeit, jedenfalls nicht für Bücher, die ich mag. Und das Versteck habe ich nur, damit niemand mein Buch findet.
Aha, okay. Ich sag jetzt dem Abt, nö, wir sind ja keine Petze. Okay. Ist mir ohnehin ziemlich egal. Ja. Was ist denn, wenn wir jetzt ihm von der Suche nach Pius erzählen? Warum kam denn jetzt da, dass die Quest erledigt ist? Eigentlich müssen wir mal aufhören und gucken, was im Questlog steht. Ja, wir machen's trotzdem mal. Ich muss dir etwas sagen. Etwas, das du nur ungern hören wirst. Ich bin hier, weil ich jemanden suche, um ihn zu beseitigen. Sei versichert, es wäre kein Mord. Nicht bei einem wie ihm. Er ist einer der Schurken, die Neuhof niederbrannten. Er hat den Tod verdient. Was tut er hier? Und wer bist du? Man nennt ihn Pius, weil er früher einmal Pfarrer war. Als er herausfand, dass man ihm auf den Fersen ist, verkroch er sich hier und entkam so dem Gesetz. Ich wurde hergeschickt, um ihn seiner gerechten Strafe zuzuführen. Er ist einer der Novizen. Wir haben also einen Verbrecher und einen Vollstrecker in unserer Mitte. Dieser Ort ist aufregender, als ich dachte. Weißt du, wer es ist? Das ist es, ja. Eigentlich wissen wir's. Ja, wenn wir die... Ich muss echt die Questlog schnell sehen. Ich sage nichts mehr, bitte erzähl nichts von dem weiter, was du gehört hast. Vielleicht du? Sollen wir ihn provozieren? Ja. Vielleicht bist du es. Wie kommst du nur darauf? Heilige Pflichten zu vernachlässigen macht mich doch nicht zu einem Schurken. Hat er wohl auch recht. ja, wir werden ihm nicht sagen, dass er der Hauptverdächtige ist. Nö. Wohl wahr. So, sind wir fertig? Ich würde jetzt, gerne in die Quest ich sage nichts Dingens mehr. Reingucken. Und du solltest ebenfalls kein Wort genau. darüber verlieren. Aber du sprichst von einem Mord im Kloster. Das sollte ich wirklich melden. Jetzt geht das noch los. Das würde ich nicht tun. Das wirst du doch nicht tun. Oder wir sind überlegen. Oder wir könnten ihm drohen. Das sind wir auch überlegen. Okay, wir machen einen auf böse. Hör mir zu, du wertloses Stück Scheiße. Okay, das ist aber du zu böse. Du hältst schön dein Maul. Sonst schwöre ich bei Gott, dass ich erst dich aus dem Weg räume. Das hätte ich nicht von dir gedacht, ja. Gregor. Du bist nur ein einfacher Mörder, ein Wolf im Schafspelz. Denk dran, die Mühlen Gottes mahlen langsam, aber stetig. Das hätte man aber auch hinschreiben können. Schön langsam, Bruder. Entschuldigung, von wegen, dass er dann gleich so ausfällig wird hier, unser Kollege. So, wir schauen mal hier rein, Questlog. Finde heraus, welcher Novize Pius ist. Irgendwas haben wir doch... gelöst. Ich habe einen Tunst von meiner Suche erzählt, der glaubt, Joachim könnte Pius sein. Ja, jetzt glaubt wieder jeder könnte Pius sein. Ja, leg dich schlafen, steht hier noch. Okay, es war ein langer Tag. Ich habe doch genau gesehen, dass da irgendwie stand von wegen Pius finden und dann war das erledigt. Kompliziert. Wir müssen schlafen gehen. Wir gehen jetzt mal schlafen und dann gucken wir weiter. Wenn die Sonne aufgeht, ist alles klarer, aber eben dafür wäre es auch noch hilfreich, wenn man wüsste, wo man hier schlafen geht. Vielleicht eher oben? Aha, tatsächlich. Okay. Ich wollte gerade sagen, da haben wir sogar noch Kisten. Haben wir aber nicht. Okay, wir legen uns mal hin. Und dann müssen wir aber nochmal ganz kurz gucken, wann wir wieder aufstehen müssen. Nämlich, Moment, da hatten wir es doch gerade. Moment, Questlog. Halt, falsch. Nein, ganz ruhig, Herr Heisenberg. Wo war das Teil denn jetzt? Das müsste doch beim Inventar gewesen sein. Nahrung, Quests, sonstiges. Ah, bei sonstiges. Ich dachte immer, das ist bei den Questgegenständen. Deswegen das Zeug. 4 Uhr morgens. Ne, hier 3 Uhr morgens. Tagesbeginn. Ach, du grüne Neune. Okay, dann wollen wir mal schlafen. Ja, nicht gleich bis 3 Uhr, sondern ein bisschen davor, würde ich sagen. Das ist eh nicht gerade ewig. Aber wir sind ja auch nicht ins Kloster gekommen, um hier zu schlafen. Machen wir mal bis 3. Ich glaube, wir haben keinen Termin um 3. Um 3 müssen wir einfach aufstehen. Um 4 ist dann irgendwie das Erste. Keine Ahnung, gegen den Himmel gucken und fröhlich singen oder irgend sowas. Mal gucken. Oh, die Sattheit geht natürlich auch runter. Ja, das wird noch interessant. Aber die Quest da mit Pius, das finde ich komisch, dass das da so aufgeploppt ist. Oder habe ich das nicht richtig gesehen? Weil es ein bisschen schnell gegangen ist. Jetzt ist es zappenduster. Sind wir die Ersten, die aufstehen? Wir haben es. 2:43 Uhr. Also man kann wohl aufstehen um die Zeit. Ja, ist ja gediegen, was man hier sieht. Moment, ich bräuchte mal die Fackel. Oh, die haben wir natürlich gar nicht. Ja, wie soll ich denn jetzt hier lesen? Wir müssen ins Licht gehen. Ich wollte die Fackel nehmen. Das funktioniert natürlich nur, wenn man eine Fackel hat. Nein, jetzt legt er sie wieder hin. Nö. Aufstehen. So, ich habe auf E gedrückt.
aus Versehen. Da vorne wäre ein bisschen Licht. Oder wenn wir es so machen. Die Mönchskutte. Mal aufheben. Haben wir die ausgezogen? Jetzt haben wir eine Mönchskutte. Das kann ja auch nicht schaden. Vielleicht sehe ich ja hier was. Ja, perfekt. Genauso habe ich mir vorgestellt. Nein, das funktioniert auch nicht. Wir müssen irgendwo hin, wo wir sozusagen generell Licht haben. Oder von oben zumindest. Das wäre natürlich noch hilfreich. So, jetzt funktioniert. Morgengebet. Okay, und wo? Sehe ich das auch irgendwo? Arbeit in der Werkstatt. 6 Uhr morgens Gemeinschaftsessen. Ich denke, wir laufen einfach mal einem hinterher. Die Zeitplan beschreibt die Technik. Ja, das haben wir schon gelesen. Da wird geschnarcht. Jetzt wird doch erstmal aufgestanden. 3 Uhr morgens Tagesbeginn. Das müsste jetzt sein. 4 Uhr morgens Morgengebet. Ich frage mich halt, was passiert, wenn wir einfach irgendwie einen von diesen 4 Novizen mal töten? Ja, dann ist er tot. Das wird passieren. Kann ich hier noch klauen? Nein. Ja, dass wir irgendwie eben rausfinden, wer der Pius ist. Sag mal, haben wir uns in der Zeit vertan oder sind wir der Einzige, der um 3 Uhr aufstehen muss? Oder kommt jetzt auch langsam in die Gänge hier? Ah, da kommt der Erste. Nämlich der Bruder Kellerer. Mit dem könnten wir mal schnell reden. Was gibt es, Bruder? Kannst du etwas beschaffen? Nein, das ist all das, was wir eben alle fragen können. Also zu allgemein. Ich weiß jetzt aber nicht, wo wir das Morgengebet haben werden. Die schlafen hier alle tatsächlich noch. Wisst ihr was? Wir könnten natürlich mal Novize Antonius. Das ist... Ist das der Kollege, mit dem wir gerade geredet haben? Ja, das ist er. Aber wir haben natürlich unser Teil nicht dabei. Wisst ihr was? Jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen mal unseren Dolch suchen. Wo hatten wir denn den? Oder wir knacken mal ein Schloss. Vielleicht ist er hier. Ach, ich habe keinen Dietrich. Stimmt, wir haben natürlich gar nichts. Wir müssen tatsächlich die Kiste finden, sonst... Ist das die Kiste? Oh, das wäre ja der Hammer. Wenn wir, um wieder an unser Zeug ranzukommen, erst einen Dietrich bräuchten. Ein Dietrich, der dann in der Kiste drin ist. Arg. Nein, das ist glaube ich nicht so. Das müsste doch irgendwo unten gewesen sein. Wie kommt man denn hier runter? Ich würde mal auf eine Treppe tippen. Haben wir noch so viel Zeit? Ich hoffe mal. Wir sind ja eigentlich genug früh aufgestanden. Aber hier geht es immer nirgends runter. Kann das sein? Wo geht es hier runter? Wir düsen mal hier lang. Hallo Kollege. Ein Klo. Ne, da möchte ich mich nicht setzen. Wie kommt man hier denn runter? Wo ist denn hier die Treppe? Come on, Jungs. Ach, hier ist die Treppe. Nehmen wir doch die. Oh, warum missachte ich meinen Tagesplan? Das wird den Mönch nicht erfreuen. Eigentlich musste ich ja nur aufstehen. Und um 4 müssen wir beten. Das können wir ja immer noch machen. Haben wir es denn schon wieder zu spät? Es ist 3.30 Uhr. Also die halbe Stunde müssen wir doch noch haben, dass wir schnell die Kiste suchen. Nachher finde ich wahrscheinlich den Gebetsraum nicht. So, unten wären wir. Jetzt ist die Frage, welches ist hier unsere Kiste? Ist das unsere Kiste? Ich weiß es doch nicht mehr. Irgendwie zumindest sah es so aus. Eine Fackel könnten wir zumindest mal mitnehmen. Ich hoffe, man wird hier nicht durchsucht. Wir schauen mal überall rein. Noch eine Fackel. Brauchen wir alles nicht. Wir wollen nicht reich werden hier drin. Wenn wir hier raus könnten. Ah, da ist Schlossknacken sehr schwer. Und wir haben, wie gesagt, natürlich keine Dietriche. Hier kommen wir auch nicht raus. Das kann sogar sein, dass wir nicht an unsere Kiste rankommen. Es kann höchstens sein, dass wir immer noch was finden. Ja, ich glaube, mit einer Fackel können wir den nicht killen. Das wird schwierig. Schlossknacken sehr leicht. Ja eben, kein Dietrich, das bringt gar nichts. Ich bin aber auch nicht sicher, ob wir hier irgendwie richtig sind. Von wegen, wo wir reinkamen. Wo ist denn hier vorne, wo ist hier hinten? Man helfe mir. Und wo wird denn gebetet? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal kurz hier lang. Hier ist zappenduster. Müsste doch irgendwo hier unten gewesen sein mit dieser Kiste. Also war ja keine Kiste, es war ein Schrank. Oh Gott, hier sieht man gar nichts mehr. Na Halleluja. Die Musik wird spannend. Moment. Nein, das ist halt leider auch nicht unsere falscher Knopf, unsere Kiste. Ich dachte ja, hätte ja sein können. Billiger Wein, Leinstoff, das bringt alles nichts. Diese Kirche und so weiter. Wo wird denn hier gebetet? Da vorne sind zumindest welche. Wir können ja mal hingehen. Wahrscheinlich
Sagen Sie uns, dass wir hier falsch sind. Warum so in Eile? Ah nee, passt. Begib dich für Gebet und Messe in die Kirche. Wir reden mal nochmal kurz mit dem. Wahrscheinlich ist das eh wieder nur das Normale. Jawohl. Können wir uns schenken. So, geh mal voran, Kollege Mönch. Ja, mach da wieder die Tür zu. Also das ist ja schon ein unfreundliches Volk hier. Oh, die darf ich nicht. Entschuldigung, das war nicht mein Anliegen. Aber was essen müssen wir eben natürlich auch mal irgendwann. Und ich glaube nicht, dass wir uns hier hinsetzen können und dann von den Mönchen bedient werden. Das wäre eher seltsam. Hätten wir noch eine Kiste. Aber auch Schloss knacken. Warum darf ich denn hier nicht rein? Warum so in Eile? Ach, jetzt darf ich. Du solltest nicht hier sein. Das ist kein Ort für mich, ich habe aber Hunger. Ich will jetzt was essen. Ich bin da sehr eigen. Wenn ich hungrig bin, kann ich nicht beten. Hier gibt's nichts zu essen. Wir gehen wieder. Novizen haben hier nichts verloren. Ja, bin ja schon weg. Aber wir können ja auch nichts essen von den Sachen, die hier stehen, oder schon? Können wir das essen, wenn wir uns setzen? Ich würde mich gerne setzen. Ich kann mich hier nicht setzen. Aha. Pass besser auf, Bruder. Okay, doch. Dann macht er hinsetzen und dann macht er essen. Das ist doch schön. Isma. Aber ich glaube, wir müssen jetzt beten. Kann das sein? Ja gut, iss erstmal. Kann ich das hier dahingehend unterbrechen? Nein, kann ich nicht. Ich wollte kurz gucken, wie spät es ist. Funktioniert aber leider nicht. Sind wir denn schon satt? Oder? Weil ich muss schon ein bisschen aufpassen. Wir können nicht einfach nichts essen. Auf der anderen Seite, jetzt müssen wir tatsächlich in die Kirche, um zu beten. So, jetzt müsste ich schnell gucken können. Also das Klosterleben ist nicht ohne. Es ist 4.25 Uhr. Wo muss ich hin? Wir haben den ersten Teil. Du wurdest vergiftet. Ach was. Sei vorsichtig, was du isst und trinkst. Und denk daran. Oh Gott, wir haben doch kein Gegenmittel. Wer hat uns denn... Gibt's ja gar nicht. Warum haben wir uns denn vergiftet? Weil wir den Tagesplan missachtet haben? Du bist ein zäher Bursche. Jeder andere wäre gewiss umgekommen. Was? Was ist passiert? Ich will dir eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein kleiner Junge. Er war verloren, elend, hatte keine Zukunft. Er wurde von seinen Freunden zu dummen Taten gedrängt. Doch er war nicht wirklich böse, denn als es hart auf hart kam, floh er, damit er diese Dinge nicht mehr tun musste. Doch seinen früheren Freunden missfiel das sehr und sie wollten ihn strafen. Also hetzten sie ihm einen Hund auf den Hals, der ihn totbeißen sollte. Doch der Junge war nicht dumm und wusste, der Hund würde kommen. Er vergiftete etwas Essen und als der Hund erschien, gab er es ihm. Der Junge hätte nicht gedacht, dass das Biest überleben würde und plötzlich tat es ihm leid. Daher machte er dem Hund ein Angebot. Aha, okay, welches Angebot? Ich denke, ich verstehe. Doch der Hund würde gerne hören, welches Angebot das wäre. Wie du weißt, sind wir beide Bauern in jemandes Spiel. Sie haben Pläne für uns, aber wir müssen das nicht hinnehmen. Wir könnten all das vergessen und unserer Wege gehen. Ja, ich war ein Bandit. Und ich war in Neuhof. Ich habe geplündert und gestohlen. Aber ich schwöre bei Gott, ich habe niemals Unschuldige ermordet. Was ich in Neuhof sah, ließ mich erkennen, dass mein Leben einen Scheißdreck wert ist und ich das Blatt noch wenden kann. Hier im Kloster hatte ich genug Zeit, über alles nachzusinnen. Doch dann kamst du und hast alles ruiniert. Der Übeltäter wandelt sich und findet zu Gott. Was genau schlägst du nun vor? Wenn wir einander helfen, bekommen wir beide, was wir wollen. Du kannst zu deinen Leuten zurückkehren und ich irgendwo hingehen, wo ich meinen Lebtag in Frieden verbringen kann und man mich nicht umbringen will. Okay, jetzt haben wir es zumindest geschafft. Das ist also Pius. Das Blöde ist eigentlich, ja eben, wir sollen ihn halt umbringen. Gibt es eine andere Möglichkeit? Du hast Missetaten begangen und dafür werde ich dich richten. Wie sollen wir den töten? Wir haben ja nichts, womit wir ihn töten können. Da versagt, glaub, meine Stimme vor lauter Entsetzen. Wir versuchen es erstmal so. Gibt es eine andere Möglichkeit? Du könntest einen anderen Novizen töten. Wenn die Kunde über einen Mord nach außen dringt, glauben meine ehemaligen Freunde vielleicht, ich wäre tot. Ich biete dir jedoch eine Lösung an, bei der niemand sterben muss. Bevor wir fliehen, lassen wir es so aussehen, als ob mich jemand getötet hätte. Viel Blut, ein zerfleddertes Stück meines Habits und Fußspuren, die zum Fluss führen. Niemand wird dort nach meiner Leiche suchen. Dort teilen wir uns auf. Du holst deine Belohnung und ich mache mich aus dem Staub.
Das klingt nicht so schlecht. Zumal, ja, eben, wie sollen wir ihn töten? Wir haben kein Dolch bei uns. Und jetzt die Kiste finden, hat man ja gesehen, ist auch nicht ganz einfach. Und jemand anderen töten? Nein. Also, der kann ja, der andere, den wir da töten, der ist ja dann unschuldig. Und wir töten ja sicher keine Unschuldigen. Ich würde sagen, das klingt gar nicht so schlecht. Wir machen das so. Das ist eigentlich das Einzige, was wir machen können. Sonst töten wir einen Unschuldigen. Oder wir versuchen, ihn umzubringen, ohne dass wir eine Waffe haben. Das kann es ja auch nicht sein. Gut, machen wir es so. Gut, ich bin froh, dass wir trotz unserer anfänglichen Zwietracht zu einer Einigung kommen. Nee. Hier, das beruhigt deinen Magen. Nun musst du die Schlüssel des Klosters und etwas Blut für die Spuren beschaffen. Okay, jetzt stand da, töte einen anderen, Dingens. Hä? Einen anderen Novizen, oder was? Ja, wo finde ich in einem Kloster Blut? Und wie soll ich in einem Kloster an Blut kommen? In der Küche findest du ein Pergament mit einer Liste an Zutaten, die sie bestellen. Schreib Blut für Suppe auf die Liste. Und wenn es am nächsten Tag geliefert wird, schnappst du es dir, bevor es jemand mitbekommt. Das ist mir fast zu kompliziert, muss ich gestehen. Zumal wir noch einen Tagesplan einhalten sollten, den wir jetzt eh schon verdattelt haben, weil wir nicht gebetet haben. Und was wirst du tun? Ich muss mich auf eine lange Reise vorbereiten, Vorräte und gewöhnliche Kleidung besorgen und so weiter. Du kannst im Habit fliehen, aber ich muss mich schnell in Luft auflösen. Mips. Wozu brauchen wir die Schlüssel des Klosters? Wie wollen wir sonst entkommen? Das Kloster ist praktisch ein Gefängnis. Nicht leicht, die Schlüssel zu besorgen. Ich weiß, aber der Kellerer ist ein geläuterter Dieb. Bestimmt hat er noch ein paar Dietriche herumliegen. Simpel, wenn du weißt, wie man sie benutzt. Ansonsten bleibt dir nur der harte Weg. Entwende die Schlüssel des Priors. Er hat sie ständig bei sich. Beides schwierig, aber was sein muss, muss sein. Ach, du grüne Neune. Gut, ich weiß Bescheid. Gut, ich weiß Bescheid und kann mich an die Arbeit machen. Ausgezeichnet. Komm zu mir, sobald du alles hast. Bitte versuch dich zu beeilen. Und Gregor, danke. Würde glaubhafter klingen, wenn du nicht eben versucht hättest, mich zu töten. Deshalb danke ich dir, dass du mir trotzdem zur Seite stehst. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass das Gift dich nicht dahin raffte. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es beide lebend raus. Ich glaube, wir essen zuerst mal das Gegenmittel. Also isst man das oder trinkt man das? Das ist eigentlich egal. Nahrung, Gegenmittel. Essen. Okay, wir haben es trotzdem gegessen. Wozu ist der Ringeldingens? Halt binnen einer Minute leichte Wunden oder die Auswirkungen des Katers. Das brauchen wir im Moment, glaube ich, nicht. Ja, wir missachten unseren Tagesplan, das ist mir klar. Na, den müssen wir uns merken. Wir können eigentlich nichts machen. Wir könnten ihn verprügeln, das würde aber halt überhaupt nichts bringen. Wenn ich hier nochmal gucke, jetzt hat sich ja so viel getan. Töte Antonius, das steht immer noch da, das wäre eine Option. Oder töte halt einen anderen, das wäre im Prinzip die Option. Dann optional besorge Blut, besorge den Schlüssel. Und hier haben wir halt, ja, begib dich für Gebet und Messe in die Kirche. Wo haben wir denn die Kirche? Die wäre da oben. Muss man da, nee, da können wir nicht raus. Ja, müssen wir gucken. Jetzt ist ja tatsächlich die Frage, ob er den nicht vielleicht doch besser umbringen. Aber eben, womit? Einmal anpusten, dann wird er nicht umfallen. Gepriesen sei Jesus Christus. Ja, das ist meine Rede, sage ich jeden Tag 5-mal. Okay, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Und dann gucken wir mal, was wir hier genau machen. Bis dann, tschüss.